Willkommen zu meinem Bachelor-Abschlussprojekt Filmessenz, begleitend durch Bob. Und wie der Name es schon vermuten lässt, geht es um Filme und ihren Kernaussagen bzw. Essenzen, so wie das Zitat es schon bereits angekündigt hatte. Und ja, ich habe mir 7 meiner Lieblingsfilme ausgesucht und die crossmedial umgesetzt. Aber ich will auch nicht weiter viel vorwegnehmen und direkt in eine Filmwelt abtauchen. Angefangen mit Interstellar. Ja, ein gigantischer, epischer Film. Einer der Filme, der mich zum ersten Mal im Kino nach den ganzen 2 Stunden, fast 3 Stunden, kein einziges Mal das Popcorn berühren ließ, weil ich einfach zu sehr gefesselt war von diesem Film und diesem Epos. Und dieser Film behandelt, wie man schon vermuten kann, das Weltall bzw. die Weltallreise. Aber wieso? Denn die Erde stirbt. Das ist nämlich der Grundkern dieser Geschichte. Die Erde stirbt und die Menschheit muss eine neue Heimat finden. Und um so ein großes Thema herum gibt es doch eine kleine Verbindung. Und zwar die Verbindung von Murphy, die man hier sieht, das kleine Mädchen, und Cooper, den Astronauten, der die neue Heimat suchen muss. Also Vater und Tochter. Und die Liebe der beiden hält sich durch egal welche Distanz und egal welche Zeit. Und das fand ich einfach so faszinierend, dass ich mir dachte, dass ich diese Verbindung und vor allem Distanz durch einen Parallax-Film darstelle. Dabei habe ich mich jetzt wirklich nur auf die Protagonisten hier beschränkt und habe auch das Zitat, das Leitzitat dieses Filmes, ein sehr bekanntes Gedicht im englischsprachigen Raum, "Do not go gentle into the good night", benutzt. Und das hat mich dazu inspiriert, auch die Szenen an das Zitat anzupassen. Dabei aber auch ohne das Ende vorwegzunehmen. Was bleibt uns eigentlich im Alter? Und was für einen Einfluss hat Geld auf unser Leben? No Country for Old Men behandelt genau diese Themen. Und zwar mit 3 Personen, die auch Hauptthemen verkörpern. Es ist ein Film, der genauso fesselnd und faszinierend ist, mit einer ganz einfachen Methode. Und zwar, dieser Film hat keine Soundtracks benutzt, über den ganzen Film aus. Nur im Abspann kam dann plötzlich Musik. Und das hat man tatsächlich dann auch erst am Ende gemerkt, weil dieser Film hat tatsächlich nur Vanilla-Audio gehabt. Das heißt, nur das Gesprochene, nur die Umgebungsgeräusche. Und das alleine macht es schon sehr intensiv, sehr bedrückend auch. Und natürlich ist es auch hier eine Gesellschaftskritik. Wir fangen hier auch mit dem ersten Charakter, Llewelyn Moss, an, der durch Zufall einen Koffer voller Geld findet, das einer Drogengang aber angehört. Und dank seiner Geldprobleme entschließt er sich aber dazu, das Geld zu behalten, obwohl es wahrscheinlich sehr viele Konsequenzen mit sich zieht. Immerhin ist es kein legales Geld und es gehört jemand anderen und diese Personen sind nicht gerade ungefährlich, sagen wir es mal so. Es heißt, er verkörpert die Gier nach Geld, denn er stellt sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie, also seiner Frau, unter diesem Geld. Es ist für ihn also wert, das zu verteidigen, koste es, was es wolle. Und da es sich hier um Drogengeld handelt, war es klar, dass es zurückgebracht werden muss. Und dafür wurde Hitman Anton Chigurh engagiert. Er ist brutal, kaltherzig und diszipliniert. Und Chigurh spielt hier eine Art Sensenmann, aber gleichzeitig auch Gott. Denn seine Priorität ist es, unentdeckt zu bleiben. Und sollte irgendwer ihm komisch werden,
er aber kein wirkliches Ziel ist, entscheidet er das Leben dieser Person anhand einer Münze. Und hier sehen wir wieder, dass Geld in Anführungsstrichen tötet. Zu guter Letzt schaltet sich der Sheriff Ed Tom Bell ein. Er ist bereits etwas älter als die beiden anderen Herrschaften und sehr eingesessen in seinem Job, hat auch schon sehr viel miterlebt. Das ist nicht das Problem, aber sein Ziel ist es, Moss vor Shigur zu retten. Das heißt, es ist ein Hinterherjagen, aber er ist immer einen Schritt hinterher. Und das Hauptproblem ist, dass ihm das Alter zu schaffen macht. Und hier wird das Problem thematisiert, wie man durch sein Alter von der Gesellschaft abgehängt wird und zum Teil auch gar nicht mehr beachtet wird. Letztendlich entstand ein Konzept für eine Plakatreihe. Hierbei sehen wir, dass der Sheriff schon ausgearbeitet wurde, natürlich auch mit Bewegtelementen. Die anderen beiden sind potenzielle Plakate. Ein Filmklassiker, schlechthin, The Shining. Eine Geschichte so nervenzermürbend und doch faszinierend. Und besonders in den Corona- und Quarantänezeiten vielleicht sogar etwas nachvollziehbar, denn es thematisiert den Lagerkoller oder Trapper-Fieber, wie es im Film genannt wird. Und diese Familie Torrance wird eingeschlossen über einen gesamten Winter in einem riesigen Hotel. Und diese bedrückende Atmosphäre des Hotels und diese unendliche Größe, scheint es, fängt an, mit den Psychen der Personen zu spielen. Und das führt zu sozusagen einer Verwirrtheit, einer Endlosschleife, und das sollte ich durch ein Morphing-GIF darstellen. Und es geht weiter mit einem Bilderbuch-Psychopathen schlechthin, gepaart mit erneuter Sozialkritik. Wir haben hier also Patrick Bateman, der hier auf dem Bett sitzt. Er ist ein erfolgreicher Yuppie in New York, unausgesprochen reich, sehr erfolgreich, aber er ist ein Psychopath. Er lebt praktisch ein zweischneidiges Leben. Das heißt, er ist sehr angesehen im Öffentlichen, aber ein Psychopath im Privaten. Und diese zwei parallel verlaufenden Gesichter von Patrick Bateman wollte ich darstellen anhand von Illustrationen. Und der Clou der Illustrationen ist, wenn man genauer hinschaut, dann fällt plötzlich der Schleier der Öffentlichkeit und man sieht, was für Graueltaten er eigentlich dort begangen hatte. Glaubst du an den Boogeyman? Das solltest du. Mein absoluter Lieblingsfilm und Begründer der Slasher-Szene, Halloween. Grusel fasziniert mich einfach und vor allem ein Killer wie Michael Myers hat es geschafft, eine ganze Generation in Angst und Schrecken zu versetzen, obwohl er scheinbar nur ein normaler Mensch ist. Und genau das ist das Besondere an diesem Film. Es ist scheinbar etwas komplett Normales, aber dennoch so furchterregend. Aber letztendlich gibt es solche Killer doch nur im Film, oder? Ich entschied mich, einen Survival Guide als Flyer zu erstellen. Und dieser Flyer soll die ultimativen Tipps geben, falls Sie selber in die Situation von Laurie Strode geraten. Ja, hier sieht man auch schon den besagten Flyer, Vorder- und Rückseite. Und sobald man den Flyer öffnet, erkennt man eine farbliche Trennung der Seiten, denn der erste Durchlauf behandelt die Auffälligkeiten, wie man sich verhalten soll, wenn man eine auffällige Person sieht, die eventuell eine Gefahr darstellen kann. Und sobald man einmal den ersten Durchlauf hatte, kommt der zweite Durchlauf, der schwarz und weiß ist. Und hier werden Tipps gegeben, wie man sich verteidigen kann. Letzten Endes ist ein 12-seitiger Zickzack-Falz-Flyer entstanden, oder auch Leporello genannt, der 10x10 groß ist, zusammengefaltet. Natürlich, um ihn dann zu benutzen, wenn er gebraucht werden sollte. Die Inspiration zu diesem Flyer kam ganz einfach von diesen kreativen Wegen, die Laurie Strode gefunden hatte, um sich gegen diesen Killer zu verteidigen. Und genau diese kreativen Wege wollte ich unbedingt in diesen Flyer inkorporieren. Ein Kinohit vom letzten Jahr. Joker, Riesenfilm,
Und wie auch der Film wollte ich den Werdegang von Arthur Fleck zu Joker darstellen. Und hierbei entstand ein Konzept für eine Animation, die genau diesen Werdegang, diese Evolution praktisch darstellen soll. Und es fängt an, auch im Stil, sehr markant, ein sehr gebrochener Mensch, ein sehr verwirrter Mensch, der keinerlei Antrieb und Motivation hat, zu zeigen, der immer wieder auf dem Boden geschmissen und gedrückt und verprügelt wird, es auch mit sich machen lässt, weil er keine andere Wahl hat. Zudem wird auch noch seine Krankheit thematisiert, dieses krankhafte Lachen, das er nicht unterdrücken kann. Er will gar nicht lachen, es ist auch nicht witzig, aber er kann nicht anders. Und für genau dieses Lachen wird er am Ende auch verprügelt und er wird bis zu seinem tiefsten Punkt gedrängt, bis letztendlich seine komplette Fassung fällt. Und er seine Angreifer tötet. Dabei fällt natürlich auch endlich seine Maske. Es ist irgendwie eine Befreiung in den Augen von Arthur. Und plötzlich merkt er, mir geht es gut, wenn ich das tue. Und das ist praktisch der Anfang von Joker. Er hat Menschen getötet. Auf Kosten anderer Lebewesen wird er wieder lebendig. Vor allem dieser markante rote Anzug von ihm kann sehr gut damit verglichen werden, dass der Joker praktisch durch Blutvergießen entstand. Das heißt, hier in dieser Animation nimmt der Anzug von Joker praktisch dieses Blut an, während es ihm, also Arthur, nun Joker, immer besser geht. Bis er letztendlich durch das Chaos, durch die entstandene Revolution aufblüht. Und hier nochmal eine kurze Reihe, um zu sehen, wie Joker letztendlich entstanden ist. And all the whores and politicians will look up and shout, "Save us." And I'll whisper, "No." Ja, der Underdog der Comicfilme. Eine Gruppe an Helden, hier Wächter, die selber nicht perfekt sind. Und wie man schon im Intro gehört hat, ist die Stimme alleine schon sehr markant für diesen Charakter, der hier schon gezeigt wird, nämlich Rorschach. Rorschach ist ein Selbstjustizler und hat sehr fragwürdige Moralien. Und ich habe mich dazu entschlossen, für dieses Projekt drei meiner Lieblingscharaktere darzustellen, anhand eines Comic-Stils, aber im Endeffekt soll es eine Infografik sein. Und das Problem bei solchen tiefgehenden Charakteren ist, wie willst du die innerhalb einer Illustration alleine darstellen oder erklären? Mein Konzept war es nun, die Gegenstände, die in Verbindung mit diesen Charakteren stehen, darzustellen und sie einfach für die Charaktere sprechen zu lassen. Neben Rorschach auch Dr. Manhattan und der Comedian. Und Dr. Manhattan ist ein allmächtiges Wesen geworden durch einen Unfall, aber er selber hat praktisch dadurch seine komplette Menschlichkeit verloren und der Comedian ist ein Nihilist. Sein Problem ist es, dass er einfach keinen Sinn mehr in Leben oder Aktionen sieht und deshalb ein sehr gefährliches Individuum wird. Hier sieht man am Ende nochmal alle drei nebeneinander aufgelistet in Schwarz und Weiß. Und alle drei haben comic-typisch sehr bunte Farben bekommen, aber sind einheitlich und passend als Serie gestaltet. Ich bedanke mich für die schöne Studienzeit in Trier. Und nochmal ganz besonders ein großes Dankeschön an Bob, dass du dein Wissen an mich weitergegeben hast über die letzten Semester. Und auch danke an Herrn Stäber für ihre Aufmerksamkeit.